Ich kann mich, ach, das ist so lange her. Oh mein Gott. Jo. Hallöle. Kann mich kaum noch Was? daran erinnern. Alternative History? Ja, die Krimskmap. Ach, wäre schön, wenn sie für die Alternative, was habe ich vorhin schon gesagt, Alternative History Sachen, eine zweite Map einbauen würden. Keine Ahnung, auf deutschem Boden vielleicht oder so, weiß ich nicht. Oder auf britischen, keine Ahnung. Ist genau die gleiche Map wie Kuban. Eigentlich ja, ne? Nur anders Ja. aufgeteilt, ne? Mit den Genau. Punkten und so. Ja, okay. Aber die Geografie ist gleich. Ja, die Geografie ist gleich, ja. Es geht halt um die Stadt, die hier unten rumhängt. Krümsk. Krümsk! So, wir spielen die MiG 315. Ich glaube, jeder von uns, oder? Hast du irgendwelche Leck 3 mit oder so? Okay, cool. Nö. Nö. Die Ja, MiG ist mit okay. dem Awesome Cockpit. Ich starte dann einfach mal. Stimmt. Die MiG hat In meinem dieses. Falle schön gelb. Du hast ein gelbes Cockpit? Ja. Du hast ein Wegen gelbes dem Cockpit. Hörnchendickel. Was Oh, ist oh. los? Was ist das denn? Irgend so ein Doppeldecker macht's knapp über mich. Ist der Bot? Ah. Das ist ein Bot. Ich mag Habe nicht ich schon hochschauen. schöne Erfahrungen gemacht damit. Datbot. Ja, Datbot. lustigerweise, vorhin, wo wir mit der F4 geflogen sind, haben wir die in der Map nicht bekommen. Ja. Da die Map, wo man hier einen Skin mit freischalten kann auf der Map. Okay. Okay. Mit der F4 kannst du Skin freischalten auf der Map. Okay, cool. Und Gut so zu wissen. viel Abschüsse, glaube ich, hier auf Auf Krümsk. Krümsk. Über Krümsk. Ach, das Ding hat der Web. Siehst du? Ich drücke die ganze Zeit so oder so weh, aber hat der Web. Ohne Scheiß. Stimmt. Bleibt mir bei den Russen ist mittlerweile abgewöhnt. Ja, aber den Leck 3 und so, die haben wohl kein Web. Sag ich gar nicht abgewöhnt. Ich meine, was soll denn passieren? W drücken. Der Finger könnte wehtun. Die Taste könnte defekt sein. Weiß ich nicht. Ich hab's auch Shift. Ach so. Gehen wir mal ins Cockpit. Ach stimmt, das wollte ich mir auch angucken jetzt. Das Oh. Cockpit mit diesem riesen Radio. Bestrebungen da. Ja, diese. Ja, das auch, Alle ja. ganzen Griffe. Ganzen Griffe, weiß ich nicht. Whatever. Uhrzeit, Radio, beziehungsweise Funkgerät, Radio. Yay, Radio! Ich hab grad auch einen Radio Namen. Moskau. Radio Moskau, hallo, wie ist die Luft da oben? Ich hoffe gut. Der Wodka, Wodka. Keine Ahnung, sorry an Leute, die da draußen Russisch sind und jetzt denken, was zur Hölle, Alter, beleidigend forever. Nee. Die Klischees. Klischees Genau. müssen abarbeitet werden. In jedem Spiel. Weil den Amis mache ich demnächst Vietnam, Radio Vietnam. Wie heißt das? Hallo? Wie geht denn Vietnam das? Good morning, Vietnam. Good morning, Vietnam, ja. Ach, der Film war großartig. Der war echt gut, ey. Mit. Oh Gott, wer ist denn der Ja, ich Schauspieler? überlege auch gerade. Der Schauspieler, der hat so. Der hat teilweise sehr cool. Der hat Peter Pan Robin gespielt. Williams. Ja, Robin Williams. Der macht teilweise sehr, sehr coole Filme, aber teilweise so ganz komische Klamauk-Filme auch hat er gemacht. Klar. Ja. Wie das zum Beispiel, die will ich nicht drüber reden, oder aber hier Mrs. Doubtfire, so die Sachen, Doubtfire die, war super. wo ich denke, what zur Hölle, was treibt ein Schauspieler dazu, das, okay, es ist natürlich eine Herausforderung als Schauspieler, da so reinzugehen in diese Rolle und das so zu Menschen, aber warum zur Hölle will, ach nicht, will ich mich als Haushälterin verkleiden, um meine Kinder und so Scheiße zu sehen? War das das? Ja, ne? Genau. Naja. What the fuck? Dafür kommt man in den Knast. 80 Millionen Tage. Mach das nicht zu Hause nach, Kinder. Ich höre noch diese Seite auf, wo ich hier Japanisch lesen tue. So jetzt zu. Erst muss ich iPad zu machen. Tipp, Ich gerade zu, wie viele Jahren die Typen in Knast mussten, die in Madrid eine U-Bahn gebombt haben. gar nicht, sind direkt erschossen worden. Nee, die haben irgendwie, ich glaube, 26.000 Jahre oder so gekriegt. What? What? Ja, okay, Ja, die können sie verdient. mal absitzen. Da haben sie mal Erfolg dran. Nächste Eiszeit ist ihnen sicher. Oh. Hätte Ja, eigentlich noch mit eine vorzeitiger Wärmeperiode vorher Entlassung kommen sie kommen. nicht mehr raus. Das vorzeitige Entlassung 2 Jahre früher. Weißt du, so muss so ein Joke sein, weißt du, so einfach reingehen, wisst ihr was, Leute? Wir entlassen euch vorzeitig. 2 Jahre vor ihrem Ende der Ablaufzeit. Muhaha. Total geil. Total Troll, Alter. Okay. Weil Uhr scheint ein Bomber zu sein. Ja, nicht lustig, aber Guckt ja. er jetzt gerade in die Oh, Höhle, ja, hallo in die Talek. Wolke rein. Ja, ich bin schneller. Das ist die Höhle in der Wolke.
Wollte Höhle sagen, meine aber die Wolke. Ah, ich sehe sie, ja. Zwei vor uns. Einer auf jeden Fall auch auf der Höhe, über der Wolke. Ja, und einer links davon leicht runter. Ja, stimmt. Möp, geh doch mal einfach dahin. Oder rüber? Weiß ich noch nicht so genau. Über Krumsk? Ne, wir gehen über Krumsk. Kann denn das? Ja, kann denn. Ja. What could possibly happen? What could possibly go wrong? Ja, genau. What could possibly go wrong? Ah, vor mir, guck mal an. Was ist denn vor mir? Oh oh. Jetzt Busstück. Was? Du bist direkt vor mir. Wo siehst du den? Weißt du die über Krumsk? 36? Dynamic Ice? Ja, wie könnte er meinen? Dynamic Ice? Ich dachte, du meinst die ganze Zeit schon. Nee, da hinten in den Wolken sind noch welche gewesen, oder? Da eine P36. Da hinten kommen noch welche, noch eine P36. Da ist noch was, da sind noch zwei. Ja, dann bleibe ich erstmal hier. Ja, diesmal nicht Alternative History mit P36, sondern gegen P36. Wo fliegt die P36 hin? Fliegt ja voll durch. Die ist erstmal komplett durch, Krims durch, über deren Base rüber und wo immer die hin will, die Dynamic Ice. Ach komm, ich gehe erstmal auf die andere hier direkt. Die ist nur ein paar Kilometer unter mir. Oh, da geht noch mehr dran. Leg ich mal weiter. So, ich gehe mal auf Mattis. Ah, okay. Genau, da wollte ich eigentlich auch drauf. Aber ich hab's verkackt. Sind alle drauf. Hab's zu spät gesehen. Ist super. Matt ist immer super, ja. Matt-Brötchen. Ich jetzt Hunger, ey. Matt-Igel. Und eine Spitfire. Wow, nein, wackel, nein. Wackel, 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 und wackel. Hält sich in Grenzen. Fall daneben gesammelt. Ich auch. Wo ist er denn? Unter mir. Wow, fuck, voll die Orientierung verloren. Halt, scheiße, ey. Dieses Flugzeug, ne? Das ist so, wenn man Russen einmal pro Woche fliegt. Oh Gott. Kriegt man überhaupt keine... Russen gewohnt? Ja, überhaupt nicht. Also die wackeln total. In der Luft, die und so. Also bei mir... Hält sich echt voll in Grenzen. Der P36 ist hinter mir. Ja. Die turnt so geil. Also beziehungsweise nicht turnt, aber die macht so geile... Dinge halt. Der hat das echt gerade gemacht. Hat er das echt gerade gemacht? Gehittet? Er mich aber auch. Ich habe beides mit Feuer mal angepokt. Wow, das war knapp. Ja, ich komme auch nicht 100%ig hinter ihn. Fuck, Alter, sofort Flügel schwarz, instant. Das Ding ist halt awesome. Denn? Ich krieg Mattis immer noch nicht kaputt, weil der ich hab hier noch eine über mir. Und Mattis macht halt seine saugeilen Überschläge und so ein geiles Zeug, was wir halt sonst auch immer in der 36. Das funktioniert aber in der Kack-Mig 3 nicht. Okay. Winzer, bist du schon down oder bist du am Abhauen? Ich bin am Abhauen. Du hast zwei Leute hinter dir. Jupp. Fuck off, ey. Krieg's nicht. Ich krieg Matty-Typen nicht. Ich muss runter. Ich hab noch eine 36er hinter mir. Nee, gar nicht, weil die geht auf den anderen, auf die F9 da oben. Dent East Wong. Hast du Eastwong gekrittet, Tarek? Hm? Nee, gekrittet nicht. War Hits. Ey, ohne Witz, der frisst was. Ups! Huch! Hast du durch ihn durchgeflogen oder was? Ja. Cool. Du hast da ein weniger. Ja, ich bin an der Spitfire gleich dran. An der anderen. Sah aber gut aus. Oh, da Winzer, du fliegst aus falsche Flugwelt zu, oder? Ah, nee, doch nicht. Schon okay, wir sind ja Russen. Ja, passt schon. Flieg. Moment, nur so, dass die Spit hinter mir bleibt. Hm, ist gut so. Ist der jetzt gegen Tetsu? Ja, er hat gerade Tetsu weggemacht. Tetsu fliegt noch. Boah, da Gott, kommt ich. Der. Ich hab fast in Tetsu reingeflogen, hä?
Dieser Mick. Ja, also sieht super episch aus, steuert sich okay, aber ist halt für nichts anderes zu gebrauchen, außer das. Ich hab den so viele Hits reingetan. DMGs hat. Sind halt bei den Dingern auch nicht so stark wie bei amerikanischen Maschinen. Richtig. Dann auch nur eine 12-7er und eine 7-62er. Hit. Gehst du down? Nee. Ja. Will unbedingt dazu haben. Mann, eine Schraube. Hoch und. Es ist so einfach gesagt mit diesen Dingern. So, jetzt rumdrehen, genau. Naja, ja, voll dabei. Lassen. Raus. Crit am Crit. Flügel. Warte den Spaß nicht mehr lange. Nächster Crit in der Boss. Sehr gut. Läuft. Yay! Awesome. Was der Lowinzer macht? Ja, ich am Flugfeld rumgammeln. Hat im Landeanflug. Wieder mal awesome. Schön schief. Ja, so muss das sein. Guck mal, Mattis fliegt immer noch. P36G overpowered. Ja, Dynamic großartig. Ice ist auch eine P36 und dann ist noch eine A20. Das sind noch die einzigen noch, die noch leben. Ja. Nee, der Ironclad fliegt auch noch. Wer? Ironclad. Oh, und die... Ironclad? Die, ja, das ist die E3. Oh Gott, die Landung wird so stehen. Dynamic Ice, Mattis, SBLM, das war's. Ja. Ach, warte mal, ach, du meinst von den Gegnern? Ja. Ja. Achso, ich dachte, du hast so Ironclad. Ja, zeig ja. Bei P36 und eine A20. Ja, Gott, die A20 wird so schwierig zu kriegen sein. Aber ach, wir haben eine Dornier hier. Ich würde sagen, wir haben eine Dornier. Super. Ja, okay. Soft Landing, awesome. Ich hab's doch noch geschafft, ohne mein Flugzeug weiter zu beschädigen. Cool. Wir haben dir auch tatkräftig geholfen. Talek, sein Wrack liegt da unten übrigens. War ich aber langsam echt angepisst. So, wie oft ich den getroffen hab. Ja. Ironclad braucht Hilfe. Ich bin auf dem Weg zu ihm. Er hat zwei Leute hinter sich, oder? Ja. Der Mattis macht gar nichts, der guckt sich das nur an. Mattis dreht jetzt ab, Ironclad ist down. Dass du 2 gegen dich bin. Oh shit. Bin auf dem Weg, nur 22 Kilometer entfernt. Andere ist schon oben drüber, der dreht jetzt rein. Treff ihn nicht. Treff ihn einfach nicht. Geschwindigkeit ausspielen. Komm mit zu mir. Den anderen noch, der ist hinter dir. Dreht rein. Beide hinter mir. Sein. Sollen ruhig mitkommen, die beiden. Backdive und dann. Ja, sollen ruhig mitkommen, sag ich ja. Dynamic Ice 1,8 Rick. Matty sehe ich nicht. Matty ist noch hinter dir. Shutdown bei Spitfire? Achso, Tetsu. Ja, hat den Crit nicht überlebt, okay. Matty ist so hinter mir, die andere ist auch noch hinter mir. Sollen sie ruhig mitkommen. Bisschen über dem A-Turn, bisschen über dem Flugfeld-Turn. Erwartet ein Bot, der wird dich unterstützen. Definitiv. Der ist auch wieder unterwegs. Sag ich ja. Der Bot ist es denn? Dynamic Ice hat abgedreht anscheinend. Ja, aber der Matty ist noch hinter mir. Okay. Ja, ich sehe ihn jetzt. Henry ist noch. Sehr gut. Henry wird's reißen. Mattis Metwurst. Mattis Metwurst, wussten wir Witzer? Da hinten. 8 Kilometer entfernt, okay. Und das wieder. Ja.
E36. Kriegt halt Flakbeschuss, ne? Der verdient. Hat er sowas von verdient. So ein Treffer und dann ist er weg. Oh, go, go, Flak. Von beiden Seiten. Finde ich gut. Sieht über Schiffen immer übelst geil aus. Mhm. Sieht auch so saugeil aus. Der andere Typ geht wahrscheinlich landen. Also auf jeden Fall da hinten über dem Wasser schon. Es kann sein, dass das ein Wrack ist. Er dreht jetzt rein zu dir. Ja, geht das mal runter. Ja, will. Übersetzen. Hier? Das wird nix. Sehen nicht mal. Ja. Sieht gerade aus. Naja, mach ich. Wenn das Flugzeug ruhig bleibt. Bleib runter, runter, runter. Noch drei. Fuel Leak. Da ran, da drei Funde. Jetzt bin ich hinter ihn. Ja, da mach dich nützlich. Gib Gas. Ja, war ein bisschen gerade zu viel Gas. Steht ab, geht auf den Winzer jetzt. Wo ist denn der? Der ist hinter dir, macht ein Looping. Ah, er hat mich getroffen, aber noch nichts beschädigt, groß. Macht jetzt hinter dir durch. Ah, ist wieder hinter dir, Olli. Der geht auf alles, was hier vor die Flinte kommt. Na klar. Hat mich getroffen, Heck rot. Ah, alles gut. Linker Flügel rot. Alles gut. Der rechter Flügel schwarz. Linker Flügel rot. Du hast noch ein Airfield hier, also ist alles safe. Naja. Muss noch ein bisschen von Gebrauch machen, müssen mehr über das Airfield kommen. Wer denn jetzt so? Da. Keine Ahnung, wo er ist. Geht das in der Lowinze? Wow, wie konnte der gerade so krass turnen? Ja, es ist eine P36! Ich kann dir relativ wenig helfen. Ich habe meinen rechten Flügel ist schwarz, mein linker Flügel ist rot. Mein Body ist komplett rot. Fliegt weg von uns. Ja. So, ich glaube, ich muss das Ganze echt ausnutzen und. Die überall landen. Oh Gott, ich krieg das Flugzeug, glaube ich, nicht gedreht. Immerhin. Über die Seite drehen, wo der Flügel schwerer beschädigt ist. Ich hab da einen Treffer abbekommen. Na. Flugzeug! Ich seh dich, Pfosten auf Doom, ich seh dich. Fahr weg raus! Keine Chance. Wobble, 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 wobble. Performance of landing. It's not available. Ich kann nicht repaired werden. Flieg einfach hier rum. Ja, keine Chance. Gar keine Chance. Dann liegt jetzt alles am Lowinze. Echt, mach ihn fertig, den Matty. Und die anderen drei Leute. Haben wir noch mehr? Nö. Ne, Dornier ist noch da. Und die Dornier noch. Aber die ist irgendwo am Arsch der Welt. 24 Kilometer von uns. Siehst du denn hier so rum? Wo ist sie denn? 20 von mir weg. Ja. Wobble, wobble. Ach, also, MiG-3, weiß ich nicht. Optisch awesome, fliegerisch, ja. Auf jeden Fall im Circle. Und ich hoffe, Bewaffnung, ich... absolut crap. Ja, auf jeden Fall. Ich entschuldige mich jetzt schon mal, falls ihr im Hintergrund irgendwie hört. Es ist aus zwei Räumen weiter und da steht meine Waschmaschine und die hat jetzt gerade begonnen, den Schleudergang zu machen. Also ich du hast nichts, das ist schon mal gut. Gas. Was? Hochziehen und vom Gas gehen. Medium Tank destroyed by DO. Bett raus. Ja, hab ich. Wieder runter. Und Gas, 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 der Oberschule. Runter. Ich hab mal aussteigen hier.
versuche jetzt wegzudiven. Da dann. Hinter dir noch. Du hast aber Raum, der ist dir. Vorhin hing er dir schon am Arsch, richtig? Hat er keinen Munition mehr? Warum schießt er nicht? Richtung er fehlt. Schneller als er. Ach, kann das sein, dass der keine Munition mehr hat? Er dreht ab. Dreht ab. Dreht ab. Und Immelmann und hinterher. Die Schnauze neigt sich so sehr nach unten im Flieger, das ist unglaublich, ja, beim Turn. Vermute mal, der andere wird gleich kommen. Na. Keine Ahnung, also ich sehe noch nichts in den Wolken und so. Doch, in den Wolken, direkt über der Stadt, einer in den Wolken. Das ist Level 7. Matty ist Level 7? Ja. Ah, schlägt er sich echt gut. Was denn, das ist ein zweiter Count von ihm. Fuck, ey. Wollte ich gerade sagen, ja, kann natürlich zweiter Count sein oder sowas. Oh, wieso turnt dieses verdammte Ding so? Leute wundern sich wahrscheinlich auch mal, wenn ich mit den Account von meinem Vater fliegen und so kam. Er ist auch Level 2, hat irgendwie gar nichts irgendwie abgeschossen. Die, alle Flugzeuge, die auf seinem Account abgeschossen wurden, sind von mir, wenn ich mal bei ihm bin. Er meint so, ja, das Panzer ist okay, jetzt habe ich ne, eine Ebene, ne, gib ihm. Flugzeuge, ja. Ne. Du brauchst nicht gegen den Turn. Das macht keinen Sinn. Er hat aber keine Munition mehr, oder? Er schießt gar nicht mehr. Ist immer noch hinter mir? Ja, Macht eine Schraube. Wann hat denn der das letzte Mal geschossen, bitte? Ewig ja sein. So, jetzt hat er die perfekte Schussposition, schießt nicht. Das heißt, er hat keine Munition mehr. Konzentrier dich auf den Typen, der ihm gerade irgendwo vor dir war, den ich jetzt verloren habe. Weil das, wenn ich in der P36G sitzen würde, wenn ich in der P36 sitzen würde, wärst du jetzt Schrott. Ja. Absolut. Er hat schon so viel Munition in mir für Ball verbraucht. Zu langsam. Fliegt zurück übers Airfield, über A. Er ist direkt jetzt über mir. Ja, tu einfach, was du kannst. Ja, aufzusteigen. Was macht eigentlich die Donnie? Die Donnie fliegt gerade zurück und die hat die auch eine P36G hinter sich. Dynamic Ice hat's. Oh ne, das ist 11 Kilometer entfernt, das ist deine. Ja. Sorry. Ich wollte gerade schon wundern, wo ist bitte noch eine? Nee, aber da muss. Macht der da hinten Urlaub? Nee, der hat Bomben geworfen und ist auf dem Rückweg. In Richtung B. Da geht's am Strand. Sommer, Sonne, Sonnenschein, was kann schöner sein, als an einer Dornier über dem Flugfeld rumzueiern und nichts zu tun. Ne? So wie sie durch die Gegend hier. Wobbelt, wobbel, 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 wobbel. Ja, ich frag mich, was der Kreis gerade gemacht oder? Hat. Das ist Zirkus. Wobbel, wobbel. Und wobbel, wobbel. Brrr, voll vorbei. Oder nee, hat er Rumpfleisch getroffen. What? Das ja, war aber rosa, also. Ja. Sah nie im Leben so aus, als ob ich getroffen hätte. Dann machst du bis zu sterben. Flieg einfach über A. Flieg einfach weg von ihm und über A. Ja, ich bin zu langsam dafür. Ja, das wird dir nicht helfen. Shit. Okay. Ja, okay. Aha, Russe instant aus. Ja. Brennen aus. So geil. Aber Höhenruder leider am Arsch. Ansonsten Motor völlig intakt gewesen. Lavinze. Ah, du gibst einen schönen Feuerball ab. Da hab immer etwas. Ich würde mal sagen, Leute, das ist das Ende für die heutige Folge. Obwohl, warte mal. Guck mal, was die DO hier macht. Bodenziele gehen. Bodenziele gehen. Aha. DO. Top Player of EU. Scheiße, sorry.
Ich würde sagen, bis dann und ja, tschüss und ciao, oder? Ciao. Sayonara. Ja, er hat gelernt. Ja.